Natürlich. Beim letzten Mal. Scheiße! Scheiße, scheiße! Hallo, YouTube, und hier ist wieder euer Sanna und willkommen zurück zu Die Siedler, das Erbe der Könige. Und beim letzten Mal wurden wir arg attackiert von diesen Leuten hier, die gerade fertig sind mit Attackieren und alles niedergemacht haben. Sind da Schützen mit bei? Nee, okay. Ich habe das blöde Gefühl, die gönnen sich gleich mein Dorfzentrum. Das Gebäude ist nun so ausgebaut. Hätte ich das schon mal... Oh, das ist leicht beschädigt sogar. Oha. So, und wie ich mir wahrscheinlich schon denken kann, werden die gleich hier hinten lang kommen. Weil, ach nee, die verpissen sich ja immer wieder. Hihi, das ist gut. Und ich habe meine... Ich habe ein bisschen Recherche betrieben, sozusagen, und habe ein bisschen gelesen, dass man, beziehungsweise gesehen auf einer Karte, dass hier hinten, den sieht man hier auch schon so schön, ein Weg ist, wo was Nützliches ist, und da renne ich einfach mal hin, wo hier hinten schon ein paar Barbaren waren. Genau. So, jetzt kommen sie auch schon mal wieder. Das Blöde ist nur, man weiß nie, von wo sie kommen. Von hier, die kommen also doch... Greifen die aber wirklich an. Sieht so aus, ja. Dann muss ich da wohl mal reinhauen, ne? Erik stellt sie erstmal wieder mitten rein, wie immer. Und dann kommen sie nämlich jetzt doch alle. Oh, das sind viele. Gerade die Bogenschützen. Wo sind das viele Bogenschützen? Junge. Das ist was, das muss man ja sagen. Allerdings bin ich jetzt nicht im Schutz meiner schönen Ballistertürme. Ist Dario nicht hier? Doch, Dario ist da. Soll nichts geschehen. Boah. Genau. Und der Pilgrim, der macht mal... Wo laufen die denn hin? Pilgrim. Pilgrim. Oh nein, die laufen in mein Dorf. Fuck. Wo ist Pilgrim? Ah ne, Pilgrim hat... Doch, Pilgrim hat eine Bombe gelegt. Perfekt. So, jetzt kann ich nämlich auch mal richtig reinhauen hier hinten, aber auch nur hier hinten. Scheiße, Kanone. Na, perfekt. Ich höre schon wieder Bogenschützen. Die Kanone verpisst sich, das ist gut. Die lasse ich da auch erstmal annehmen. Wir folgen, Leute. Wir können gleich erstmal meinen Ballisterturm zu spüren bekommen. Oh, nee, die Kanone will noch eins. So, da haut ihr alle rein jetzt. Alle. Ich brauche jeden Mann. Ach, das ist ein Scheiß. Muss ich wohl erstmal reinhauen, ne? Ja, und wir hatten uns auch beim letzten Mal hier eine Eisenmine gebaut und die haben sie eben gerade, beziehungsweise nicht eben gerade, beim letzten Mal, genau, beim letzten Mal war das, glaube ich, schon, das war nicht eben gerade noch, als ich das Spiel geladen habe. Die war, meine ich, schon weg. Wurde uns einfach unsere Eisenmine genommen. Das ist nicht schön. So, hätten wir den Leibeigenen auch schon mal hier oben. Eine Abtei. Ein Steinbruch. Das ist meiner. Aber erstmal, durchforste ich nochmal die Gegend. Eine Abtei. Oh, hier hinten ist ein Schacht. Eisen, Eisen, Eisen. Das ist wahrscheinlich eh Schwefel oder so ein Dreck. Eisen! Fuck yeah, ich brauch nur Pilgrim. Dann habe ich hier hinten wenigstens nochmal eine Eisenkühle. Dann brauche ich die Eisenmine nämlich nicht. Die kann ich mir natürlich auch noch holen später. Ich hab ein bisschen mehr Eisen. Ah, hier hinten kommt sie schon wieder. Lauft mal drauf. Wir werden siegen. Gut. Ist jetzt nur ein Bogenschützentrupp? Mehr ist es nicht. Gedacht. Euer ist ja armselig. So. Ja, was sollen wir da noch was machen, ne? Der ist weg. Dafür ist weg, ist der. Genau die richtigen. Ich lasse dir da erstmal nochmal warten. Und zwar... Ja. Gehe ich nochmal weiter hier. Das scheint ja so eine Art Kloster zu sein hier hinten. Natürlich. Das wäre ja ganz lustig, ne? Wenn man noch mehr Sachen findet, mehr Rohstoffe. Ich meine, immerhin schon mal Dingens. Hier ein bisschen Eisen. Eisen ist immer gut. Kommst du schon wieder? Ah, das sind die, die sich vorhin... Nein! Lass mein Gemeindezentrum. Ist mein Gemeindezentrum. Reparieren. Ach, fuck. Der Feind attackiert eure Siedlung. Ich brauche hinten ganz dringend noch irgendwo einen Ballisterturm. So. Das dürfte ja... Ah, fuck. Die kommen ja jetzt volle Breitseite hier. Das muss man denen ja lassen. Das könnte ein bisschen lauter werden. Nicht gut. Nicht gut.
Den habe ich gleich. So, na gut, die Ballistetürme bringst schon mal. Die Ballistetürme können ganz schön reinhauen da. So. Oh Mann, das ist ja wirklich nicht schlecht, was die auffahren, auch von beiden Seiten. Ah ja. Jawohl. Kommt ihr nur. Bis in den Tod. Lasst meine Türme. Ich bin verliebt. Lasst meine Türme. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Ah ja, ich hab noch Pilgrimskohlekanone. Kann ich aber nur auf Land bauen. Dann brauche ich noch meine Leibeigenen, die reparieren da mal. Da kommt noch mehr, da kommt noch mehr. Bis in den auf jeden Fall, die Kanone muss weg. Lasst mein Volk in Frieden. Echt mal. Lasst mein Volk in Frieden. Dann hauen die schon mal ab und ich brauche Pilgrim gleich auf jeden Fall noch. Dann laufe ich nämlich mal da oben hin und baue mal die Mine dahin. Ja gut, die können mal. Die sind mir ziemlich egal jetzt gerade. Die stellen sich mal so hier hin. Ah, Salim, was machst du? Was machst du denn? Beim Kalife. Na, okay. Wir hauen schon ab. Dann gönne ich mir nämlich nochmal die Leibeigenen da. So, dann brauche ich jetzt mal Pilgrim. Pilgrim muss. Was macht Pilgrim? Pilgrim muss einmal. Pilgrim stellt sich mal hier hin. Ich habe nämlich einen Plan. Weil Pilgrim läuft immer wieder zurück, da wo er vorher war. Und dann lasse ich ihn einfach dahin laufen. So, und jetzt nimmt er die Bombe und packt sie einmal auf die Eisenmine. So, und da dürfte er automatisch zurücklaufen. So soll es ja auch sein. So, dann nehme ich mir auch mal die Eisenmine, den Steinbruch hier hinten. Ich glaube, der ist ganz nützlich. Meines Wissens sind hier hinten keine Barbaren. Meines Wissens, aber mein Wissen ist ja auch nicht gerade groß, würde ich mal so sagen. Ich dürfte hier ohne Pilgrim auskommen für eine Weile. Wir haben wirklich kein Eisen mehr. Ach ja, stimmt, ich habe auch nochmal gelesen, dass es vielleicht ganz nützlich wäre, wenn man sich ein Schießdingens baut. Da habe ich noch einen Schießdingens, einen Schießplatz. Jetzt habe ich gar kein Eisen mehr. Weil Schützen anscheinend hier drauf sehr nützlich sind und ich mag Schützen. Aber anscheinend soll das so sein. Wie gesagt, jetzt haben wir wirklich... ein Siedlungsplatz. Genau, stimmt, der war hier auch noch. Den brauchen wir auf jeden Fall. So viele Einwohner haben wir hier nicht. Stimmt, hätte ich fast vergessen. Das habe ich da auch oben gelesen. So, fuck. Lauft alle drauf. Ich brauche auf jeden Fall hier einen Ballisterturm, sehe ich schon. Oh, fuck. Bleibt doch alle weg von meinen Häusern. Erik, schlachte sie ab. Na gut, die Kanone. Whatever. Die Kanone wird jetzt auch nichts mehr reißen. So, und jetzt alle auf die Kanone. Ach so, hier oben. Baut ihr aber oben mal noch was. So. So richtig Multitasking hier machen. Nee, ja, lasst die mal. Ist mir eigentlich scheißegal, das Ding. Ja, die bewachen erstmal das... Ah, ne, die stellen sich mal alle wieder hier hin. Und dann nehme ich meine Leibeigenen wieder und repariere. Wie immer. Jetzt brauche ich auch wirklich nicht mehr. Eure Arbeiter bezahlen. Kommen dann noch irgendwelche? Ihr werdet angegriffen. Boah, scheiße, jetzt kommen sie sogar schon mit Kavallerie. Ja. Was ist denn das für ein... Oh, fuck. Fuck, 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 fuck. Ich bin fertig hier. Lasst mich doch alle in Ruhe. Lasst meine Leibeigenen in Ruhe. Oh, fuck. Lauf! Ah, okay, der ist weg. Oh, fuck. Es geht schon wieder gut los. Oh, ich hab hier oben hier noch einen. Ja, ich komme mir trotzdem noch einen. Ich komme mir noch einen. So, und jetzt... Oh ja, ich kann mir endlich Schießplatz gönnen. Ich brauche unbedingt Schützen. Sind hier oben noch irgendwo Leibeigene, die da irgendwas machen können? Ihr baut schnell so ein Ding dahin. Ich brauche eins. Schnell! Schnell. Schnell, schnell, schnell. Einfach darauf. Zum Glück habe ich meinen Ballistaturm. Oh, fuck. Pilgrim ist wieder da! Ja! Fuck, ja, kann man ausrichten. Ah! Die hauen ganz schön rein. Nein. Dreckig. Jetzt nicht einfach Truppen. Das war jetzt unschlau. Oh, fuck. Pilgrim, mach was. Der ist weg. Das wäre ja was, wenn der überlebt. Oh, ungefähr so. Ich vergesse mal, dass er diese Fähigkeit hat. So, jetzt brauche ich unbedingt ein paar Schützen, wenn die mal fertig sind. Seid fertig. Schneller. Boah, hauen die rein. Die hauen richtig von hier unten rein. Ich brauche da auf jeden Fall noch einen Ballisterturm, wenn ich irgendwie was... Wie sich das ausrichten lässt. Was brauche ich dafür? Stein. Stein habe ich genug. Stein, dann baut ihr da hinten auf jeden Fall erstmal da einen hin. Oh, fuck. Wie die da rein... Oh, fuck, die haben schon Langschwertkämpfer.
Willst du mich eigentlich verarschen? Verpisst euch! Ich sehe schon, ich darf die Karte nochmal starten. Soll ich jetzt schon oder dann? Eins, zwei. Oh, ich habe bald kein Geld mehr. Soll ich das denn schaffen, Alter? Direkt einmal was machen. Einmal reinkloppen, ungefähr so. Wann kommen sie? Oh nein! Oh, ich habe bald nur noch meine Helden. Das geht mal gar nicht. Das kann ich. Der ist weg. Der ist auch weg hier. Stirb. Wie ihr wünscht. Die können sich auch mal alle verpissen da. Oh Gott, Junge, das sind richtig viele hier hinten. Ich brauche auf jeden Fall die Eisen. Ah ja! Oh, ich bin so wirklich. Ich bin so ineffizient, ne? Oh, da hinten meine Mine hin. Ich brauche hinten mehr Leibeigene. Ich brauche hier hinten. Nein, wo? Oh nein! Oh, verpisst euch! Ganz ehrlich! Ne! Der überlebt das nicht. Seid fertig, okay. Schnell ausbauen. Ich brauche da nochmal Lissatum. Oh, fuck. Nein, rennt so weit, wie ihr könnt. Da ist nur einer. What the fuck, nur einer. Was macht der denn? Alle auf. Oh, hier ist nur einer. Verpisst euch, alle. Nee, ihr lauft mal alle und bewacht diesen Ballisteten. Ihr scheint von hier nicht mehr zu kommen, das ist was gut ist. Und wahrscheinlich von hier immer nie so wirklich große Attacken gemacht zu haben. Baut hier nochmal ein Wohnhaus hin, so, und dann, boah. Einige Siedler haben keine. Ja, ich weiß. Baut mehr Bauernhöfe, um all eure. Gut, Bauernhöfe brauche ich wirklich noch. Der stellt sich mal da weg. Kommen sie wieder. Für Ruhm und so, jetzt hab ich mal ein paar Schützen. Ja, was wollt ihr? Stimmt, Schützen sind. Oh, fuck! Oh, Mann, oh. Scheißdreck! Ah! Pilgrim! Nein! Nein! Das ist jetzt nicht dein fucking Ernst! Ey, ich rage hier noch mehr als beim nächsten Mal. Beim letzten Mal. Oh, Junge, das sind viel zu viele! Junge, wie viele das sind! Wie soll ich das denn schaffen? Der Belistete macht jetzt auch nichts mehr. Erik hat bestimmt schon wieder seine Fähigkeiten, ne? Erik, schlachte sie ab! Ja, jetzt bin ich fast nur noch auf mich allein gestellt. Aber die Schützen sind wirklich nützlich. Euer Wunsch pissen sich auch wieder. Oh, fuck. Die kommen von beiden Seiten. Die bewachen mal. Erik! Wachen aufstellen! Lass es bleiben. Was können die Schützen eigentlich machen? So, dann müsste ich jetzt mal die Bauernhöfe bauen. Ja. Hier hin zum Beispiel ein. Das kostet jetzt ganz schön viel Holz. Ah. Allerdings, dann wird schon mal ein Eiseneinkommen wieder. Ein ziemlich sicheres sogar. Das ist sehr nützlich. So. Dann. Oh, fuck. Ah ja. Den brauche ich eigentlich noch. Ballisterturm. Brauche ich noch einen? Ich würde mal sogar sagen, ich baue mal hier einen hin. Fertig. Kann der gleich mal anfangen da. Muss ich mal irgendwie, dann bewache ich mal den Turm. Auch wenn es dann ein bisschen schwer werden kann, die Leibeigene daraus zu glauben. Es gibt nicht genug zu essen. Ja, warte doch, das gibt es gleich wieder. So. Zum Beispiel jetzt. Ach, ist eigentlich auch egal. Wohin? Brauche ich den Eisenschacht hier wenigstens nicht mehr. Oh, hier oben habe ich auch noch einen Aussichtsturm. Was bringt mir der? Der bringt es mir voll nicht. Kann ich da oben eigentlich nochmal eine Schmiede hinbauen? Ich kann hier oben meine ganzen Rohstoff. Macher hinbauen, was auch immer. Wenn die mit dem Bauernhof fertig sind. Ich muss hier oben noch mal ein paar mehr Leibeigene hinschicken. Jetzt scheinen sie sich langsam verpisst zu haben.
Und jetzt habe ich einen Ghost. Habe ich nicht, weil man hier auf Ghost aufzeichnen muss. Ah, ja. Ich bin so blöd. Wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. Heißt es doch. Und jetzt zeichne ich nochmal den Ghost. Vielleicht knalle ich hier diesmal nicht dagegen. Oder zählt das als Ghost? Ich glaube nicht, ne?